Gestern haben wir die Apostelfürsten Petrus und Paulus angeschaut, die hier in unserer Kirche sind. Und heute gedenkt die Kirche der Märtyrer Roms. Und das sind unzählige. Wir haben hier in unserer Kirche den heiligen Laurentius, dann den heiligen Petrus und den heiligen Paulus dargestellt, die alle in Rom begraben sind. Aber auch unten im Tabernakel, da finden wir zwei Frauen. Die eine können wir deuten, das ist die heilige Agnes mit dem Lamm. Die andere weiß ich nicht, aber ich denke mir, dass es beides römische Märtyrer sind. Bei der Agnes wissen wir es auf jeden Fall. Die Märtyrer Roms, die waren für die Kirche immer wichtig, denn die blutigsten Christenverfolgungen waren in den ersten Jahrhunderten immer in Rom oder sind von Rom ausgegangen. Und derer gedenkt heute die Kirche, denn da waren viele Namenlose dabei, die gerade unter Kaiser Nero oder anderen ihr Leben für Christus gelassen haben. Und da müssen wir unsere Altäre anschauen, denn unsere Altäre wurden bei ihrer Weihe vom Bischof, das darf nicht irgendein Pfarrer machen, eine Altarweihe, das muss ein Bischof machen, wenn es ein Hauptaltar in der Kirche ist. Und diesen Altar hat unter der Zeit, glaube ich, vom Stiftsdekan Baumgartner ein Bischof hier eingeweiht, wahrscheinlich der Erzbischof selber, das weiß ich jetzt nicht. Und auf diesen Altären sind an fünf Stellen Feuer entzündet worden, nämlich die an uns, an die fünf Wundmale Jesu erinnern, nämlich die Hand- und Fußwunden und die Seitenwunde, die immer in der Mitte des Altars ist. Und hier ist eine Besonderheit, denn bevor der Altar geweiht worden ist, wurden Gebeine von heiligen Menschen, und das sind oft Märtyrer aus Rom, Unbekannte, darum haben sie den Titel Ignosci, die unbekannten Märtyrer, und diese wurden hier eingemauert in Erinnerung an das Märtyrerblut, das die Kirche als Zeugen für Jesus Christus immer gegeben hat, bis in unsere Zeit. Und das ist hier eingemauert und dann wurde der Altar gesalbt mit heiligen Chrysam und als nächstes kam Weihrauch hier auf diese fünf Stellen und dieser Weihrauch wurde dann entzündet, so dass er aufgeflammt ist und das richtige Feuer hier auf dem Altar war. Und das war dann die Altarweihe, die etwas ganz Besonderes im Leben einer Gemeinde ist. Ich habe es einmal in Schönberg miterleben dürfen, als wir dort den Altar geweiht haben. Und ich war schon sehr beeindruckt von dieser Feier und auch alle anderen mit uns. Aber wir dürfen dabei immer auch an die Märtyrer denken, die bereit waren, für den Glauben Zeugnis zu geben, und standgehalten haben bis zu ihrem letzten Atemzug. Auch wir sind dazu aufgerufen, immer wieder Zeugnis für Jesus Christus zu geben, sei es ungelegen oder sei es gelegen. Denn es ist der Herr, den wir verkünden, den Sohn des lebendigen Gottes, der bei uns ist und uns alles gegeben hat, damit wir zu Gott, unserem Vater, gelangen. Und so wollen wir an dieser Stelle auch beten. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Übrigens,
durch diese Weihe ist dieser Altar für uns so wichtig, dass er Christus darstellt. Und darum küsst auch der Priester und der Diakon den Altar in der Verehrung für Jesus Christus am Beginn und am Ende der heiligen Eucharistiefeier. Wir bitten euch durch Christi Blut für uns bei Gott stets fürsprach der heiligsten Dreifaltigkeit bringt vor die Not der Christenheit. Helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnade und Wahl zum Himmel kommen. Und jetzt wünsche ich euch alle einen schönen Abend und eine gute Nacht. Pfiat euch gut. Bis morgen.